Warte mal, hat sich da was bewegt? Moment. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen im Spooktober. Es ist soweit, es ist Spooktober, es ist Spooky Season und ihr wisst, was es heißt. Es kommen hier richtig, richtig viele krasse Videos online. Und ich weiß, ihr freut euch alle sehr auf die Ghost Hunts und ihr freut euch alle sehr auf die Make-ups, aber meistens habe ich das erste Spooktober-Video immer so ein bisschen so gemacht, dass es ein bisschen was anderes ist. Und dieses Mal dachte ich mir, wir gucken uns mal die Highlights von den letzten Ghost Hunts an. Also Sachen, die richtig krass waren, die passiert sind und wir besprechen das mal ein bisschen. Ich gehe auch auf ein paar Kommentare von euch ein, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich habe die Sachen jetzt nicht gerankt in dem Sinne, weil es einfach unmöglich gewesen wäre. Also die Sachen sind zum Teil so krass gewesen, ich wüsste nicht, was krasser ist als das andere. Aber wir werden uns auf jeden Fall alles mal gemeinsam anschauen. Und bevor alle fragen, ja, natürlich wird es auch Ghost Hunts geben dieses Jahr. Wir haben drei auf jeden Fall gedreht. Eventuell schaffen wir noch einen. Das müssen wir mal gucken, ob es klappt oder nicht. Aber das werdet ihr alles sehen. Die Videotage sind Dienstag, Donnerstag und Samstag. Also ein bisschen anders als sonst. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt mal los mit dem ersten Ding. Und zwar aus meinem allerersten Ghost Hunt Video. Im allerersten Jahr, ich glaube es war 2017 oder so, sind wir direkt zu Grabowsee gefahren und wir hatten direkt einfach eins der krassesten Videos meiner Meinung nach, die wir je gemacht haben, weil so viel passiert ist. Und das allerkrasseste, was ich auch wirklich immer wieder jedem erzähle, ist dieser dubiose Nebel, der da entstand. Und ich dachte, meine Kamera hätte es nicht aufgenommen, aber sie war natürlich toll und hat das mit aufgenommen. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns das gleich mal an. Oh fuck! Was ist passiert? Was denn? Ja. Ich bin durchgelaufen und plötzlich war hier so ein, wie so ein ja. Fog. Nebel. So Nebel. Und jetzt stand hier einfach internal temperature too high. Cool down. Dann ist sie ausgegangen. Ja. Meine Kamera ist rausgegangen. Ihr könnt es hier auch nochmal alles ein bisschen langsamer sehen. Also man sieht wirklich ganz deutlich, dass da so ein dichter Nebel war. Und ich habe an dem Tag auch wirklich gar nicht sowas erwartet und deswegen war ich sehr überrascht von diesem Nebel. Allerdings gab es einige interessante Kommentare dazu und sehr, sehr, sehr sicher waren sich ganz, ganz viele, dass ich da irgendwas angezündet habe, dass da ein Feuer ist. Zum Beispiel dieser wunderbare Kommentar hier, guckt mal ab 13:58 nach unten rechts in die Ecke, dort ist zu 100% ein Feuer. Schlechter Fake von Alicia Marie. Ein schlechter Fake von mir, deswegen habe ich direkt mal ein Video, ein ungeschnittenes Video aus dieser gleichen Szene, wo ihr nämlich sehen könnt, was dieses komische, warme Licht ist, was ihr seht. Wir können ja einfach mal gerne zusammen gemeinsam durchlaufen. Also hier seht ihr, ich laufe durch den Tunnel. Es ist Kameraführung 10 von 10. Und seht ihr diese Taschenlampe, die Luisa da in der Hand hat? Die war orange. Diese Taschenlampe war sehr orange. Man sieht es immer mal wieder, wenn wir laufen, dass da eben ein orangenes Licht immer mal wieder hin und her flackert, weil das ihre Taschenlampe war. Also wir haben nichts angezündet. Ihr seht, hier ist nichts vor mir die ganze Zeit. Es ist komplett ruhig, leer, niemand da. Es war auch niemand vor mir dort. Und dieses Orangenlicht ist, wie gesagt, die Taschenlampe von Luisa. Es ist kein Feuer. Ich habe kein Feuer gelegt im Lost Place. Und ja, ich bin da durchgelaufen. Es war immer noch niemand da. Und das mit dem Nebel ist dann einfach ganz am Ende passiert, ohne dass da irgendjemand war. Und da seht ihr nochmal dieses kleine orangene Licht da unten, was angeblich mein Feuer gewesen sein soll. Das ist, wie gesagt, die Taschenlampe von Luisa. Alles in allem fand ich diese Aufnahme wirklich ultra krass, weil ich es auch in Real Life tatsächlich gesehen habe und ich überrascht war, dass es auf der Kamera auch drauf war, weil die ja überhitzt ist zu dem Zeitpunkt, also die ist einfach rausgegangen. War auf jeden Fall so ein wildes Zusammenspiel von sehr komischen Sachen. Wir haben auch echt nochmal geguckt, also dieser Nebel ist ja mehrfach vorgekommen. Ich habe den später auch nochmal gesehen gehabt, da habe ich es aber leider nicht gefilmt. Also ich will dich jetzt nicht beunruhigen, aber hier war schon wieder so ein Nebel. So ein Ausatemnebel. Aber neben dir. Sie hasst mich. Und im Jahr drauf waren wir in der gleichen Location und haben dort dann nochmal versucht rauszufinden, was es sein könnte. Wir hatten da tatsächlich auch wieder an der Stelle Nebel gefilmt, was total wild war. Wir haben es alle nicht mitbekommen. Wobei der für mich jetzt zum Beispiel nicht ganz so überzeugend ist wie der andere, weil den habe ich real life gar nicht wahrgenommen. Und ich finde, der sieht schon eher aus, als hätte vielleicht jemand ausatmen können, obwohl eigentlich von dem Winkel her ist es ein bisschen weird, wenn es so wäre. Aber da würde ich vielleicht noch sagen, okay, ist weird, aber nicht ganz so überzeugend wie beim ersten Mal. In der Kombination damit, dass es natürlich vorher auch schon passiert ist, war das auf jeden Fall interessant. Aber wir haben wirklich nichts gefunden. Also wir sind da rumstolziert, wir haben geguckt, da waren so ein paar Rohre oben, aber die waren auch zu. Also da war nichts, vor allen Dingen kam der Nebel ja sowieso von unten. Also wir können es uns nicht erklären. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Aber bisher alle Erklärungen waren einfach nicht zutreffend. Und dadurch, dass ich
den Nebel auf mich zuschießen habe sehen. Von ein bisschen weiter weg kann es auch nicht mein Ausatmen-Nebel gewesen sein. Das macht keinen Sinn. Also ich weiß wirklich nicht, was das war. Absolut keine Ahnung. Das ist für mich eine der krassesten Aufnahmen überhaupt. Wenn ich ein Ranking-System hätte, dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Wir waren ja im Jahr darauf nochmal in Grabowsee und da hatten wir nicht nur diesen Nebel nochmal, sondern auch was anderes wirklich krasses für mich. Und zwar, dass die Bewegungsmelder komplett ausgerastet sind. Hört ihr das? Das ist wie eine Ambulanz. Ist es der Melder oben? Was ist das? Lass uns mal. Ist das der Bewegungsmelder oben? Oh mein Gott. Schnell, komm. Da ist niemand. What? Können wir hingehen? Hallo? Oh mein Gott, ich hab Ausschläge. Ja, ganz ehrlich, wir waren alle komplett schockiert. Also wirklich komplett schockiert. Und übrigens, Fun Fact, Anni war ja da auch dabei. Ihr habt sie vielleicht gerade gesehen. Ich sitze gerade in ihrem Streamingzimmer, weil ich gerade jetzt noch auf Madeira bin. Beziehungsweise, wenn das Video online geht, bin ich gerade auf dem Weg zurück, wenn alles gut geht. Aber danke Anni an dieser Stelle, dass ich dein Studio missbrauchen darf. Auf jeden Fall sind die Bewegungsmelder einfach random angegangen, was wirklich, wirklich crazy war. Allerdings habe ich einen kleinen Einwand dazu. Und was mich persönlich nicht 100% überzeugt, aber ich finde es trotzdem ultra krass, dass es passiert ist. Die sind so krass ausgerastet, dass ich ein bisschen Angst habe, dass die da einfach so eine Fehlschaltung hatten aus irgendeinem Grund, dass sie irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwie nicht mehr richtig funktioniert haben. Weil in anderen Situationen war es ein bisschen direkter und ein bisschen krasser noch, finde ich, weil man auch Antworten bekommen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Denkt ihr, dass da irgendwie vielleicht einfach nur irgendein Malfunctioning-Ding war und deswegen hat es nicht mehr funktioniert? I don't fucking know. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr denkt. Bei Grabowsee hatten wir immer sehr, sehr viele Phänomene. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die Walkie-Talkies haben angefangen loszugehen ohne Grund. Die Kerzen haben ultra weird geflackert, also nicht so windgeflackert, sondern so komisch geflackert. Das Autolicht war plötzlich wieder an, als wir wieder rauskamen. Wir haben sogar komische Atemgeräusche aufgenommen. Das kann ich euch mal kurz einblenden. Ich seh dich. Ich seh dich. Auf jeden Fall war da echt viel los, deswegen ist es eine meiner liebsten Locations. Ich kann euch auch mal ein bisschen spoilern. Wir sind dieses Jahr nochmal hingefahren. Also schauen wir mal, ob es dieses Mal auch interessant war. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Alles in allem auf jeden Fall eine super spannende Location mit sehr, sehr vielen interessanten Dingen, die passiert sind. Next up haben wir eine so tolle Location, und zwar House of Wheelchairs. Und da ist eine Sache passiert, die ich sehr, sehr cool finde. Beim House of Wheelchairs hatten wir Nick dabei und das Ghost Radio war an dem Tag wirklich sehr kommunikativ. Ich bin manchmal auch ein bisschen skeptisch, was das Ghost Radio betrifft. Ich finde es super spannend, aber wenn halt wirklich nicht wirklich was responsive kommt, was Sinn macht, finde ich es nicht so überzeugend. Für mich persönlich kann das dann einfach irgendein random Radiosender sein, der halt zufällig gerade irgendein Wort da reingespült hat, aber an sich bin ich persönlich nicht 100% begeistert davon immer, aber House of Wheelchairs war wild, denn es wurde wirklich sehr oft hintereinander Nick gesagt und wir gucken es einfach mal zusammen an. Kannst du bitte nochmal meinen Namen sagen? Nick? Da war schon wieder ein Lied. Bin ich los? Da war schon wieder ein Lied. Da war schon wieder ein Lied. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft der Name genannt wurde, aber das ist echt crazy, weil normalerweise, wenn man den einmal bekommt, dann ja, okay. Aber in dem Fall war es wirklich mehrfach und immer wieder. Und das ist eher sehr untypisch fürs Ghost Radio. Ich weiß ja nicht, glaubt ihr da draußen an Geister? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin echt, ich glaube, die skeptischste in der Runde mittlerweile. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schauen, was ihr denkt. Was vielleicht auch interessant wäre, nochmal hervorzuheben, war, dass nachdem Miki ein Gebet gesprochen hat oben, die ganzen Sachen aufgehört haben. Also wir haben dann gar keine Stimmen mehr im Ghost Radio gehabt. Wir hatten keine Ausschläge. Wir hatten ja auch die ganze Zeit das K2, was ausgeschlagen ist, als diese ganze Sache passiert ist. Also danach ist nichts mehr passiert. Es war sehr ruhig. Do with that for what you will, aber ich finde es einfach sehr interessant in dieser Kombination. Die war nämlich vorher wirklich sehr gesprächig. Wir haben ja öfter mal so ein paar Ausfälle, gerade technisch gesehen, aber bei einer Ghost Hunt Session hatten wir wirklich extrem viele Probleme, und zwar bei der Kinderklinik. Allein schon Kinder und gruselig, passt super gut zusammen. Auf jeden Fall sind da einige Sachen passiert, die interessant waren, aber was ich persönlich am allerinteressantesten fand, war, dass an einer Stelle, und Miki hatte sich da auch nicht besonders wohl gefühlt, einfach alle Geräte angefangen haben, komplett zu spinnen. Wir waren da zusammen mit Laura und ich möchte euch einen kleinen Gast ins Video holen. Hallo Laura. Hallo. Hauptsache, wir wohnen eigentlich so gefühlt nebeneinander, aber jetzt gerade sind wir nicht beieinander. Das stimmt. Ich möchte natürlich deine Erinnerung so ein bisschen auf Vordermann bringen, deswegen gucken wir uns mal zusammen die Szene an. Okay. Wir wollten auch noch mal sagen, dass es uns leid tut, dass viele Leute hier waren, die wirklich respektlos mit diesem schönen Objekt umgegangen sind.
an dieser Stelle sind die technischen Probleme erstes Licht, wie ihr seht. Der uns letzte Mal rausgeschmissen hat. Nächstes Licht. Okay, haben wir Batterien dabei, weil die Lampe geht dauernd aus. Kommt das raus? Geht die ganze Zeit wieder aus, ja. Mein hä? Drittes Licht. Ist doch aus, oder bin ich doof? Meine Taschenlampe geht auch nicht mehr. Meine Taschenlampe geht auch nicht mehr. Doch, ein bisschen, ganz wenig. Die Taschenlampe geht auch nicht mehr. Okay, die dritte Lichtquelle. Ich wollte einfach nur heim. Das ist nicht schön. Also innerhalb weniger Sekunden eigentlich sind drei verschiedene Lichtquellen mit ganz verschiedenen Akkus komplett ausgegangen. Und ging auch nicht mehr an. Kamera ist aus. Guck mal, Technik spielt schon wieder verrückt, Leute. Er filmt nicht und es geht wieder. Okay, es wird immer wilder. Das Mikrofon wird rot gerade. Hä? Was ist gerade passiert, Fabio? Das Mikrofon, normalerweise grün. Akku definitiv vollgeladen, genauso wie die Kamera-Akkus. Kamera hält safe, aber das Mikrofon einfach rot. Nein. Einfach so. Ich will einfach heim. Fiebt der rum oder was? Der meckert rum und okay. Das war so chaotisch. Ich habe echt den ganzen Ghost an mir vorbeiziehen sehen in dem Moment. Absolut crazy, meiner Meinung nach. Was sagst du dazu, Laura? Wild. Ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Wir waren in einem Keller. Erst versuchst du es dir ja selber irgendwie zu erklären. Ja, mein Gott, dann ist halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, was defekt. Aber da kam so viel zusammen, dass man... Also, das kann ja kein Zufall mehr sein. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass die Handytaschenlampe angeht, aber nicht angeht. Nein, und mein Handy war noch ja nie. Neu. Hast du das danach jemals wieder gehabt? Nein, niemals. Nie wieder. Das war nicht fake. Wir können es ja auch nicht mal erklären, warum. Vielleicht gibt es dafür eine Erklärung, aber ich kenne sie nicht. Ging ja nicht mehr nur um Batterien, sondern auch wirklich auch um reine Technik, Handy, dass einfach die Taschenlampe nicht mehr angemacht hat, obwohl man sie angeschaltet hat. Also es war einfach komplett verrückt. Ja. Ehrlich, also wir haben oft solche Ausfälle, was irgendwas mal nicht funktioniert, aber in dieser Menge war das, glaube ich, echt so ein einmaliges Ding. Das war wirklich, wirklich heftig. Und man hat es ja jetzt in den Aufnahmen gar nicht so richtig gesehen, aber Fabio hat einfach so krass gestruggelt da vor Ort mit dem Licht. Hm. Dann ging es kurz, dann ging es wieder aus. Und er war schon so, voll gestresst. Ja, und das Schlimme, der Gimbal, also das Ding, auf dem die Kamera drauf ist, was die stabilisiert, der ging auch plötzlich nicht mehr. Hat einfach die Kamera so durch die Gegend geschmissen die ganze Zeit. Und vor allem ein Gimbal einzustellen, das ist echt eine Kunst für sich. Und wenn das Ding einmal eingestellt ist, ist es normalerweise gut. Man kann es bestimmt irgendwie, vielleicht irgendwie erklären, aber ich finde es einfach sehr auffällig, wie viel da auf einen Schlag kam. Das ist wirklich, wirklich creepy. Als nächstes haben wir einen Ghost Hunt, der ein bisschen anders war als die wir davor hatten, und zwar in einem Privathaus. Und zwar das Haus von Danny, falls ihr euch erinnert, das Horrorhaus. Und ich habe das wahnsinnige Glück, dass Danny auch heute hier ist. Hallo! Hallo! Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, ja. Weil es war ja auch tatsächlich dein Haus. Damals ja. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns das erstmal an, was eigentlich für mich persönlich so mein Highlight war aus diesem Horrorhaus-Ding. Als wir, ich glaube, aus dem Keller rauskamen, falls du dich erinnerst, hat angefangen, diese Lampe so krass zu flackern. So übertrieben krass. Ja, ich habe das nicht vergessen. Vor allen Dingen hat sie sich dann auch noch bewegt am Schluss. Genau, also es hat sich die Lampe, die hat sich bewegt, sie hat geflackert und keiner war in der Nähe. Und es waren auch alle Fenster zu, das muss man ja auch noch sagen. Ne? Also das ist ja das, was viele dann vermuten. Ja, da war ein Fenster offen oder ist jemand gegengelaufen, aber so war es ja nicht. Wir hatten oft mal Sachen, die man gehört hat oder, keine Ahnung, vielleicht einfach gespürt hat oder vielleicht auch irgendwie gesehen hat, so im Augenwinkel. Aber das war halt so ein physisches Ding, also es hat sich einfach bewegt. Also da ist wirklich viel abgegangen in dem Haus. Ich sag ja, wir hatten ja auch zum Beispiel im Nebenraum mal einen Bewegungsmelder, der angegangen ist einfach und dann alle Lichter mit dem Bewegungsmelder zusammen ausgegangen sind wieder. Das war sehr creepy. Können wir euch auch gerne mal kurz einblenden. Aber bevor wir uns jetzt verquatschen, wir gucken uns mal zusammen diese Szene an. Wie wär's? Ja, finde ich gut. Hau rein. Macht 10 Kilo leichter. Aber was dann passiert ist, war schon... Das ist so crazy. Boah, das ist wirklich verrückt gewesen. Habt ihr es gesehen? Ich habe es hier auf der Nachtsichtkamera. Komm, also ich bin's gut, ne? Bitte nochmal, mach doch mal die Lampe richtig aus. Zeig uns, dass ihr da seid. Nicht du, achso, du. Ich bin auch da. Oh, wow. Okay, ich lauf noch einmal zurück. Ich will wissen, ob ein Wackelkontakt ist, wenn du da läufst. Komm spring noch mal her. Spring mal ernsthaft, hilf mal ein bisschen. Okay, komm. Alles klar. Machen wir die Lampe an. Bewegt. Die Lampe bewegt, habe ich auch gerade gesehen. Ja. Die und da wackelt sie. Und das Schöne ist, man hat ja die Fenster gerade gesehen, dass sie zu waren.
Ja, das war fucking creepy. Erklärung? Keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Also die Lampe hat gewackelt, das Licht hat geflackert. Deswegen bin ich ja in der Aufnahme gesprungen, um zu zeigen, dass das da auch kein Wackelkontakt war oder dass es auf Erschütterung reagierte. Deswegen bin ich da so elegant gesprungen, aber es hat nichts geholfen. Ich kann es mir auch nicht erklären. Man könnte vielleicht sagen, ja, alte Leitungen oder so, aber die Lampe war halt vorher auch die ganze Zeit an und dass nichts passiert. Also. Genau, also die Leitungen sind natürlich alt in einem alten Haus, klar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber wir haben ja gesagt, wenn jemand da ist, dann soll es passieren, dann ist es passiert. Also. Genau, Miki hat auch gesagt, mach mal aus und dann ist es ausgegangen. Also. Ja. Fucking crazy. Wenn man es versucht, irgendwie zu erklären, vielleicht sind wir da so oft dran vorbeigelaufen, aber die ist ja eigentlich relativ schwer, oder? Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja wirklich eine alte Lampe und die Zuschauer, die auch alte Lampen zu Hause haben, die wissen das ja. Die sind ja wirklich massiv und schwer. Die hat man ja meistens alleine gar nicht rangekriegt. Das war keine Plastiklampe. Ne? Bevor ich es vergesse, weißt du, welche Szene ich auch noch ultra heftig fand? Und eigentlich hätte ich die fast in meine Top 10 mitgenommen, aber jetzt sind wir schon so schön hier zusammen. Jetzt zeige ich sie dir trotzdem nochmal. Oh ja. Erinnerst du dich daran, dass ihr darüber gesprochen habt, mit wem wir eventuell in Kontakt treten könnten? Und da lag ein K2 auf dem Boden die ganze Zeit locker eine halbe Stunde lang. Und es ist plötzlich ausgeschlagen, als ihr über deinen Vater gesprochen habt. Mein Vater ist ja 2005 verstorben und entsprechend war ja das auch sein Geburtshaus und das hatte ich so gar nicht in dem Video erzählt gehabt, weil es ist so eine private Information, aber tatsächlich schlug das bei einer sehr heftigen Szene dann aus, ne? Ja, wir können es gerne mal kurz zusammen angucken, damit ihr auch alle auf dem besten Stand seid. Ich mich jetzt gerade noch frage, mit wem kommen wir jetzt vielleicht in Kontakt, mit ihm oder mit der Oma? So, und das ist das, wo ich gerade sage, so. Oder Opa oder mein Vater eventuell ein Vater. Und das ist aber mein Vater war aber von allen der nicht kein böser Mensch war. Kann sein, dass genau deswegen noch hier ist und alle in Schach hält. Das wäre eine schöne Gedanke. Ausgeschlagen. Oh, hallo. Noch einer Flugmodus? Ich hab nix. Runter. Fangen wir es mal. Ich hab eine Gänsehaut. Ich auch. Gerade in dem Moment, wo wir das gesagt haben. Als wir über meinen Vater gesprochen haben. Nico hat da gesagt gerade, ja, vielleicht auch mit deinem Vater. Und da hast du angefangen, darüber zu reden, dass er ein guter Mensch war und dass er vielleicht deswegen, oder irgendjemand hat gesagt, dass er da vielleicht deswegen hier noch so ein bisschen nach dem Rechten guckt. Und plötzlich hat das Ding ausgeschlagen. Also das fand ich wirklich, wirklich crazy. Also ich bin echt nicht so übertrieben überzeugt vom K2 immer. Je nachdem, wie es sich verhält. Aber es lag halt da locker eine halbe Stunde auf dem Boden und es ist nichts passiert. Und in dem Moment schlägt das Ding aus. Wir haben ja in dieser Szene auch darüber gesprochen, dass das Haus ja von jemand bewohnt wurde. Und diese Person war ja böse. Und ihr alle kanntet den Namen nicht. Und dann hat aber die Spribblebox dann genau diesen Namen gesagt. Das fand ich noch viel krasser. Und da war dann bei mir auch aus. Also ganz ehrlich, es wundert mich nicht, dass ein Buch darüber geschrieben hast. Das Spukhaus, eine wahre Geschichte, hatte ich 2021, dann ein Jahr später hatte ich das rausgebracht, Tatsache, wo ich genau über diese Ereignisse geschrieben habe. Auch über Elli, Minky und Nico. Also alle sind in diesem Buch vorgekommen. Ja, du bist in zwei Büchern schon vorgekommen, Elli. Ich durfte schon zweimal über dich schreiben. Du hast ja auch über die Hundefrau ein Buch geschrieben, richtig? Ich habe es versprochen. Ich habe es, als wir da waren, und es war ja mit für mich persönlich das krasseste Erlebnis und Video. Und das hat mich so inspiriert, dass ich Tatsache die Hundefrau eine wahre Geschichte geschrieben habe, welches jetzt am 1. Oktober rausgekommen ist. Und natürlich auch Elli und Minky und Nico sind drin vorgekommen. Ich bin geehrt, dass ich da drin sein darf. Und perfekt zur Spooky Season natürlich, ne? Ist klare Sache. Das ist es. Es passt halt perfekt jetzt in den Zeitraum rein. Es ist jetzt ein Jahr her. Ich habe es damals versprochen gehabt. Und um das noch ganz kurz zu sagen, es ist eine sehr schwere Kost. Also kann man sich ja vorstellen. Ne? Für mich war schwierig, sowohl die Krankheit, die Frau hatte, mit dem nötigen Respekt zu begegnen, aber auch das Tierleid. Das sind zwei große Themen, die ich versucht habe, in dem Buch so gut es geht, gleichermaßen zu verarbeiten, vom gleichen Respekt. Das wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich für das Buch. Es ist kein Kinderbuch. Ich würde das ab 16 Jahren empfehlen. Ich wollte eigentlich zuerst noch ein anderes Video besprechen, aber weil du gerade schon so schön hier bist und wir eh über das Hundehaus reden, dann gucken wir noch mal kurz darüber, weil da ist nämlich auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen drin.
Mega, mega krass. Also das war wirklich eine unserer krassesten Ghost Hunts, meiner Meinung nach. Das war die 10 von 10. Das Spukhaus von mir war die 9 von 10, aber das war die 10 von 10. Und ich weiß, dass es vielen Zuschauern von deiner lieben Community genauso ging. Wir hatten direkt alle ein unwohles Gefühl, als wir auf das Gelände gekommen sind. Und wir hatten sehr viele technische Probleme. Dannys Taschenlampe zum Beispiel hat nicht mehr funktioniert und sowas. Meine persönliche Lieblingsszene, die gucken wir uns jetzt mal an, okay? Oh ja. Halt! Hast du es Kannst du das nochmal machen, bitte? Mir wird gerade so kalt. Hi! Dankeschön. Hallo. Nannys Gesicht einfach. Mensch. Die Matte geht los. Nur bei Beruf. Meine Ohren tun schon weh. Dort war vorhin eine Person zu sehen. Das war krass. Kannst du es nochmal machen, bitte? Können wir kurz drüber reden? Ich unterbreche das mal ganz kurz, denn genau kurz vorher hatte Minky die SRS-Kamera ausgepackt in diesem Raum und genau da war auch so eine kleine Figur zu sehen. Deswegen haben wir den Bewegungsmelder erstmal da überhaupt hingestellt, falls du dich erinnerst. Ja, ja. Es ist einfach ultra krass, dass es einfach so ausgerastet ist. Wir haben den ja wirklich oft dabei, aber es wird noch krasser. Wir gucken mal weiter. Wenn dir die Matte gefällt, als weiter. Also... Sind wir denn erwünscht? Wenn ja, drück die Matte. Darfst du gerne nochmal drücken, wenn wir erwünscht sind. Okay, alles klar. Wir stellen gerade nochmal zwei Geräte auf, die darfst du auch mal ruhig berühren. So, Michi stellt jetzt die zweiten Bewegungsmelder auf. Kannst du einmal die unteren da durchgehen? Ich kann nicht. Einfach komplett auf Kommando. Also sowas, ich liebe sowas, wenn das passiert. Ich weiß ja nicht, wie skeptisch du jetzt zum Beispiel bist. Bevor ich dich kennengelernt habe, total. Und wir kennen uns jetzt ja, 4 Jahre sind's jetzt schon. Also ich würde sagen, das sind auf jeden Fall jetzt schon 4 Jahre. Und da hat sich meine Einstellung ein bisschen verändert. Aber als Autor muss das auch so sein. Also ich kann nicht über grusige Sachen schreiben, wenn ich daran nicht glaube oder davon nicht irgendwie überzeugt bin oder zumindest nicht das akzeptiere, was ich gesehen habe. Also wir hatten ja auch eine richtig krasse Kommunikation von dir, was ich echt heftig fand. Also anscheinend hat Danny da echt einen guten Draht. Wir können ja kurz mal reinschauen, wie das gelaufen ist. Er leuchtet doch. Der Bär hat doch geleuchtet. Gisela, ich bin so dankbar, dass du hergekommen bist. Wirklich. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Okay, Gisela, also ich finde das so toll. Ich soll dich doch fragen, ob wir das Haus ausräuchern sollen. Wenn ja, dann lass noch mal den Bär am Auge leuchten, wie gerade. Einigen wir uns darauf, immer wenn es ja ist, leuchtest du genau hier am Auge. Guck mal jetzt, wo mein Finger ist. War der Name deines Hundes, erinnerst du dich an den Namen Bruno? Und dieser Hund Bruno, lebt der noch? Ja. Krasse Szene, oder? Also muss man wirklich sagen, ich bin ja dann mit Fabio, mit dem Kameramann, nochmal reingegangen. Wir konnten über die Präsenz kommunizieren mit Ja- und Nein-Fragen. Das heißt, wenn Nein ist, leuchtet der Bär nicht. Ich konnte wirklich auch ein Gespräch führen. Ich versuche immer irgendwie so eine alternative Erklärung zu finden, sag ich mal. Ja. Kann sein, dass er irgendwie einen Kurzschluss hat. Keine Ahnung. Mit den Seiten auch, dass du auch aktiv gesagt hast, okay, dann mach mal die linke Seite an. Und die linke Seite ist auch angegangen. Also das ist schon ein bisschen spooky. Genau, ich konnte so ein bisschen auch durch die Kommunikation steuern, wo der Bär leuchtet. Und das war halt dann nochmal noch viel krasser. So, also das waren so, ich weiß nicht, wie viele Minuten ihr gezeigt habt, aber dieses ganze, nennen wir es mal, Ghost-Gespräch war ja fast 10 Minuten lang. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung, kann ein Kurzschluss des verrückten Teddybären ausschließen. Ja, aber das muss der Zuschauer wie immer, das sagst du ja auch immer, für sich selbst einfach entscheiden, wie sehr man das an sich ranlassen möchte, das Thema. Ne? Elli, ich muss mich nochmal wirklich bei dir bedanken, dass ich diese Möglichkeit hatte, mitzukommen und vor allen Dingen auch bei deiner lieben Community, der Kater. Nee, du hast eine so tolle, herzliche Community und ich habe das ja die letzten Jahre immer wieder gemerkt, was das für ein krasser Support in den Kommentaren einfach auch ist. Ja, und das ist einfach nicht selbstverständlich, deswegen geht mein besonderer Dank, natürlich den Ehrendank auch deiner lieben Spooktober-Gemeinde. Natürlich auch vielen Dank an Minky und Elli und an Nico, dass ich natürlich dabei sein durfte. Das ist auch
eine tolle Erfahrung für mich gewesen. Jederzeit wieder gerne, ehrlich. Ich verlinke euch natürlich auch alles zu Danny in der Infobox, auch mal zu den Büchern, falls es euch interessiert. Also letztes Mal habt ihr es auf jeden Fall sehr gefeiert, deswegen ich verlinke es euch gerne in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Danny, an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Okay, an dieser Stelle, ich verabschiede mich schon mal von dir. Wir verabschieden uns noch nicht. Nicht vergessen, es gibt noch weitere Highlights, die ich mit euch teilen möchte. Aber Danny, an dieser Stelle, danke fürs Dabeisein. Ich freue mich. Und wir sehen uns. Tschüss. Wir waren ja auch einmal in einem alten Festungstunnel, in den Kasematten, bei uns in der Gegend tatsächlich. Da ist sehr, sehr viel nichts passiert. Also wir haben immer wieder Ghost Radio versucht und so weiter und es kam einfach nichts dabei raus. Wirklich gar nichts. Es war tote Hose. Bis wir in die Todeskasematten gegangen sind und da wirklich sehr viele interessante Ghost Radio Antworten bekommen haben, die ich immer noch ultra krass finde irgendwie, weil die sehr gepasst haben. Wir können ja gerne mal ein paar reinschauen. Wenn hier irgendjemand ist, wir stellen uns gerne mal vor, ich bin Elli. Ich bin Fabio. Ich bin der Nico. Sind wir erwünscht, sollen wir gehen? Wie bist du gestorben? Ich bin dran. Wir hatten da sehr viele sehr positive Antworten, hatte ich das Gefühl. Also es war sehr freundlich. Aber was ich sehr spannend fand, war, dass wir auch Namen bekommen haben, die tatsächlich auf der Liste von den Leuten standen, die dort gestorben sind. Das fand ich so creepy, dass einfach Besatz genannt wurde, was total Sinn macht. Und ich finde auch dieses Heilige den Staat. Finde ich total wild, weil so viele Wörter kriegt man normalerweise nicht. Also sehr, sehr oft ist es nur ein, zwei Wörter und ich bin echt eigentlich erst überzeugt, wenn es entweder perfekt thematisch passt oder viele Wörter sind. Und da war echt schon einiges dabei, die waren sehr gesprächig. Übrigens hatten wir auch erst aufgeschrieben, was wir denken zu hören und dann haben wir nachgeschaut, ob ein Josef vielleicht dort war. Ihr habt übrigens auch was anderes noch gehört an einer anderen Stelle, das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Denn Laura hat nämlich da geschrieben, so krass, ich habe bei 2137 den Namen Friedrich verstanden und auf der Wikipedia-Liste gab es auch einen Friedrich. Haben auf jeden Fall viele von euch auch geliked, deswegen hören wir da mal zusammen rein. Kannst du uns deinen Namen nennen? Also ich muss sagen, Laura, nicht schlecht. Es klingt wirklich sehr nach so einem richtig deutschen Friedrich. Das passt auch voll in die Zeit rein. Ein guter Fang, Laura, an dieser Stelle. Passt sehr, sehr gut dazu. Also wir haben zwei Namen bekommen, die auf dieser Liste stehen. Das ist ja schon wild genug. Wer weiß, vielleicht haben wir mit den beiden gequatscht, ohne es wirklich zu wissen. Who knows? Eine weitere Sache, die ich richtig cool fand, allgemein, war das Altenheim, in dem wir waren. Da ist auch extrem viel so kleineres Zeug passiert. Also mal ein Geräusch oder mal ein Stein, der geflogen ist oder sowas. Aber eins der coolsten Dinge, finde ich, war unsere kleine Spieluhr. Und zwar so eine Spieluhr, die auf Bewegung reagiert. Also wenn man vorbeiläuft, geht sie an. Und die hat ein bisschen mit uns kommuniziert. Und Laura war auch dabei, deswegen holen wir Laura wieder zurück. Hallo Laura. Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ja, sehr lange. Ja, wir schauen uns auch mal zusammen an und dann sprechen wir mal kurz drüber. Das Licht, seht ihr die Lichtquelle? Nicht die Lichtquelle. Entschuldigung. Ich kriege so Gänsehaut, immer noch. Perfekt, vielen, vielen Dank. Mensch, vielen Dank. Nein, das ist jetzt nicht passiert, Leute. Das mit der Box hat eigentlich schon mal super geklappt. Vielleicht klappt es ja nochmal. Oh, nicht dein Ernst. There we go. Vielen Dank. Dankeschön. Also wir hatten wirklich interessante Antworten zum Teil auch. Also es hat richtig reagiert darauf. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, ich denke schon. Wir hatten ja beide, also Laura und ich, du und ich, ne? Wir hatten beide so diesen kalten Wind gespürt. Nicht so richtig Wind, aber wie so eine kalte Luft. Wie so und dann, ja, unwohles Gefühl irgendwie auch. Ja, und dann ist das Ding wieder angegangen, ne? Ja. Ich weiß, es ist, glaube ich, Lauras least favorite Teil von diesem Ghost Hunt war. Wobei, ihr wart auch mal im Nebenraum, dann sind so Steinchen geflogen und so. Ja. Das war auch echt crazy. Also Laura hat es vorhin, wir haben vorhin kurz mal drüber geredet, du hast ja vorhin gesagt, es hat sich so angefühlt, als würden wir immer von einem Raum in den nächsten geschickt werden. Ja, genau. Es war ja immer so, hey, wenn jemand da ist, dann gibt uns ein Zeichen so auf die Art. Und dann kam ein Geräusch. Und es war immer so auf Abruf. Also wir haben eine Frage gestellt und es kam ein Geräusch und wir sind halt dem Geräusch hinterher, ne? Klar. Ich hatte das Gefühl, wir werden von A nach B geschickt. So ein bisschen hatte ich das Gefühl,
als würden wir verarscht werden. Aber die waren schon kooperativ. Also mit der Spieluhr waren sie auf jeden Fall kooperativ. Ja, auf jeden Fall. Das Altenheim war übrigens die Location, bei der wir den Schrei gehört haben. Ja, genau. Also es war assi. Das war Lauras least favorite Moment in ihrem Leben wahrscheinlich. Ja. Ich hab's heute nochmal angeguckt mit meiner Mutter, musste mich sehr auslachen, weil ich so spät reagiert habe nach diesem Schrei. Es war so dumm. Also Laura, an dieser Stelle vielen Dank fürs trotzdem Mitkommen. Ja, gerne. Ja, aber einer muss Angst haben. Einer muss diese Rolle übernehmen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich sehr beliebt bin, wenn ich Angst habe. Ja, wenn ihr Laura weiterhin dabei haben wollt, sagt ihr Bescheid, damit sie nicht außen rum kommt. Gut, Laura, dann würde ich dich mal wieder gehen lassen, weil es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich besprechen möchte mit euch. So schnell kann es gehen. Tschüss. Ich habe eins meiner persönlichen Lieblinge bis zum Schluss aufgehoben, und zwar die Kapelle. Da gab es auch einen ganz tollen Leichensaal mit einer Kühlkammer. Und da ist einiges sehr Interessantes passiert, und zwar eins meiner absoluten Lieblingsdinge. Eins meiner besten Audioaufnahmen, meiner Meinung nach, die wir je hatten. Wir hatten oft Schritte. Also Nico vor allen Dingen hat sehr, sehr oft Schritte gehört im Hotel und sonst irgendwo. Wir können euch mal ein bisschen was einblenden. Wie Schritte draußen. Ich habe zweimal dumpfe Schritte auch. Im Gang. Ohne Scheiß. Das habe ich mitbekommen. Hier vor. Habt ihr es gehört? Hallo? Mach das nochmal bitte. Ihr dürft mir sehr, sehr, sehr gerne ein Zeichen geben. Was aber bei der Kapelle krass war, war, dass sie so klar und deutlich waren und dass sich sogar Minky erschreckt hat. Deswegen würde ich sagen, wir schauen auch mal rein. Also. Was? Hast du das nicht gehört? Was denn? Habt ihr das nicht gehört? Nein. Hast du es jetzt gehört? Über uns, ich schwöre dir. Habe ich kurz gebraucht, um zu schneiden. Hast du es jetzt gehört? Ich schwöre dir, ich hab's gehört. Ja, okay, dann war ich weiter. Oh mein Gott! Man sieht, Nico war komplett aus dem Häuschen und die Schritte hört man wirklich so deutlich. Also die waren direkt über uns und wir sind auch dann hochgegangen, aber da war niemand. Die Kapelle ist auch sehr, sehr klein gewesen. Also man hätte auch nicht irgendwie raus und reinkommen können, anders als so wie wir gelaufen sind. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, irgendwas ist gefaked und so. Ich verstehe auch warum, aber es ist halt einfach nicht so. Also wir hatten auch schon Videos, wo nicht so viel passiert ist, und dann ist es einfach so. Also, aber auf jeden Fall war das wirklich, wirklich eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Also das hat uns allen so ein bisschen so ein, nicht wirklich Angst versetzt, aber so ein bisschen so, wow, was geht hier gerade ab? Wo ich mir auch dachte, wow, was geht hier denn ab, ist beim nächsten Punkt, denn den habe ich extra separat gemacht von den Schritten, obwohl es die gleiche Location ist. Es ist auch in der Kapelle gewesen. Aber wir hatten eine SLS-Kamera. Ihr wisst vielleicht mittlerweile, wie die funktioniert. Also die zeigt sozusagen Menschen in der Kamera, also so Strichmännchen. Und manchmal pickt die auch was, was nicht sichtbar ist als Mensch. Manchmal ist es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Baum, der in eine Menschenform ist, und dann denkt er kurz, es wäre ein Mensch und deswegen kommt es da, und dann ist es nicht so wirklich überzeugend für mich. In dem Fall war das einfach nur eine blank Wand, und wir gucken einfach mal zusammen rein, was passiert ist. Ja, hi. Kann ich direkt nehmen oder so? Kannst du den Arm nochmal bewegen? Nochmal runter bitte, den Arm, danke. Wieder hoch. Danke, perfekt. Das allein ist schon so krass, einfach wie responsive es war. Mach den Arm hoch, mach den Arm runter, mach den Arm hoch. Sehr, sehr cool gewesen, wie schnell auch diese Antworten kamen. Aber dann war das Krasseste für mich. Zeigst du uns gerade eine Richtung, in die wir laufen sollen? Oh, wow. Oh, wow. Alles klar, das heißt, wir sollen in die Richtung rein. Dass er einfach gezeigt hat, wo wir hingehen sollten. Und wenn ihr euch nicht erinnert, hier eine kleine Recap, was dann eigentlich dort war. Ja, da ist ein Sarg, ne? Wow. Dieses Holzding hier in der Ecke ist tatsächlich ein kleiner Sarg in dem Raum, zu dem die Figur uns geschickt hat. Ziemlich creepy Zufall, oder? Also nochmal zusammengefasst, es war ein Sarg genau da, wo der Mensch uns hingezeigt hat, wo wir hingehen sollen. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Absolut massiv creepy.
Ja, Leute, mal neben den Sachen, die ich aktiv gesehen und geteilt habe in diesen Videos, sind auch Sachen passiert, die euch aufgefallen sind, die vielleicht hier gar nicht zur Sprache kamen oder die im Video gar nicht irgendwie erwähnt wurden, weil wir es nicht bemerkt haben. Ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Kommentare durch und schauen mal, was wir da finden. Wir wurden ja auch mal aus einer verlassenen Klinik rausgeworfen mit lauter Beleidigungen durchs Ghost Radio. Ich fand das trotzdem nicht so krass, dass ich es hier in diesem Video als mein Top 10 nehmen wollen würde, weil es letztendlich einfach nur irgendwelche Wörter waren, die halt wie Beleidigungen klangen, aber es war nicht intelligent, wenn das Sinn macht. Hier hat jemand geschrieben, bei 2116 klingt das fast wie, das hab ich schon. Und da hören wir einfach mal zusammen rein. Ghost Radio ist halt echt so eine Interpretationssache. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das gesagt wurde. Das würde Sinn machen mit der Frage auf jeden Fall. Ich höre, was du hörst, aber ich bin nicht überzeugt. Im gleichen Video hat auch jemand geschrieben, schön, dass bei 6.11 erst einmal jemand hinten im Gebüsch steht und ich dreimal schaue, ob da wirklich etwas war. Mit 43 Daumen hoch und einem Kommentar, die auch gesagt hat, ja, ich habe das auch gesehen. Wir können es uns zusammen angucken, aber ich sehe das nicht. Warte mal, hat sich da was bewegt? Moment. Ah ja, da steht tatsächlich jemand. Laut dem Outfit würde ich jetzt mal schätzen, dass das unser Kameramann war. Wobei, nein, der Kameramann war ja hier. Wer war das denn dann? Da steht auf jeden Fall irgendjemand, meiner Meinung nach. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, wir hatten ja gar nicht noch mehr Leute dabei. Unser Kameramann hat ja offensichtlich uns gefilmt. Das heißt, es kann ja nicht der Kameramann gewesen sein. Ich habe irgendwie gerade gedacht, dass wir mehr Leute gewesen wären, aber waren wir ja gar nicht. Es sieht für mich aus, als wäre das jemand mit einem Rucksack auf. Da war halt einfach, soweit ich weiß, niemand. Okay, ganz ehrlich, ein bisschen freaky. Ich habe absolut keine Erklärung, außer dass vielleicht einfach irgendwie jemand da war. Es kann natürlich sein, dass irgendwie da jetzt noch jemand war. Aber das hätten wir halt eigentlich gesehen, wenn es so offensichtlich direkt hinter uns war. Deswegen, honestly, I don't know. Einige von euch haben auch angemerkt bei House of Wheelchairs, dass eine interessante Antwort kam beim Ghost Radio. Und zwar haben wir gefragt, seit wann bist du hier? Und ganz viele Leute haben verstanden, ewig. Seit wann bist du hier? Ich höre es. Ich höre es auf jeden Fall. Es ist halt auch wieder irgendwie nicht so ganz deutlich. Mir ist es nicht deutlich genug. Vieles ist ein bisschen Interpretationssache beim Ghost Radio, vor allem wenn es eben nicht so deutlich ist. Und es passt natürlich gut zusammen, aber es überzeugt mich auch nicht so richtig. Aber ich muss sagen, die ganzen Leute, die das geschrieben und geliked haben, haben recht. Also es klingt auf jeden Fall so. Wir waren nochmal im verlassenen Hotel Waldlust und da haben beim Outro einige geschrieben, dass sie eine Bewegung im Hintergrund sehen. Wir schauen uns doch mal direkt an. Also es ist nur dort passiert und es waren diese zwei Räume. Das war zu 100%, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand vom Team, der da vorbeigelaufen ist. Oder war das vielleicht sogar der Besitzer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das definitiv kein Geist. Da kann ich die Entwarnung geben. Ich sehe, was ihr meint, aber es war kein Geist. Bei Hotel Waldlust wurde auch angemerkt, bei der Stelle 2051 rechts neben Nico sieht das so aus, als würde da jemand mit einem Jackett stehen. Oder bin ich die Einzige, die das so sieht? Anscheinend nicht. Es gab 152 Daumen nach oben und einige Kommentare. Und ich bin mir relativ sicher, dass es ein Schatten von jemandem ist, aber wir gucken einfach mal rein. Das ist meine Gesellschaft, ich hoffe, es ist in Ordnung. Hey, keine Angst. Hey, keine Angst. Von der Bewegung gehe ich davon aus, dass es unser Kameramann war. Ich denke, der hat hier so ein bisschen so nach vorne gefilmt und deswegen geht es auch so auf Nico zu. Bin mir relativ sicher, dass es der Kameramann war, also auch da Geisterentwarnung. Ja Leute, so viel zu den absoluten Highlights bisher vom Ghost Hunt. Wer weiß, ob wir dieses Jahr nochmal Highlights finden, die neu sind. Wer weiß? Ich weiß es noch nicht. Wir haben die Videos noch nicht fertig geschnitten, also mal gucken. Auf jeden Fall werden die dienstags online gehen, also ihr könnt euch dienstags auf solche Videos freuen. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob es nächste Woche direkt losgeht oder die Woche drauf, aber ihr könnt euch mindestens auf 3 Ghost Hunts freuen, wenn nicht sogar 4. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, euch im Spooktober begrüßen zu dürfen. Es gehen jetzt erstmal die Tutorials los, also freut euch auch darauf schon mal. Ich würde sagen, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Wie gesagt, dreimal die Woche geht hier Videos online und es passiert richtig, richtig viel. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.